Hallöchen Leute, willkommen zum Halloween Special, beziehungsweise zu unserem kleinen Video zum Halloween Event. Und ja, damit herzlich willkommen. Willkommen zurück zu Hero Wars. Und ja, diesen kleinen kurzen Video, ich hoffe, das wird kurz. Es gibt zu diesem neuen Halloween-Gruselfest, ne, wie sie es hier nennen, wo ihr auch, ich sag mal, es ist ähnlich wie mit dem Honig-Bienen-Event. Mit dem, ich mach mal kurz hier, Zaun weg. Ne, ähnlich zu dem Bienen- oder Sommer-Event, was wir hatten, gibt es wieder ein Spezialereignis, in dem ihr diese tollen Geisterbonbons sammeln könnt. Und mit Hilfe dieser Bonbons könnt ihr hier diese tollen Preise ergattern und halt auch die 5 Münzen, die ihr natürlich wiederum eintauschen könnt, wieder bei dem Händler. Es ist eigentlich das 1:1 zu dem netten Event mit dem Bienchen, nur dass wir jetzt Halloween haben. So viel dazu, ich muss da glaube ich gar nicht groß erklären, ihr könnt ab und zu auch mal über die Community diverse Links nutzen, um noch extra Punkte zu bekommen, aber es gibt natürlich auch durch die täglichen Quests etc. diese tollen Punkte, die ihr dann hier eintauschen könnt. Bam. Ja? Ich hatte jetzt Glück, hab gleich mal eine Münze gezogen. Auch schön. Was ich natürlich in diesem Grusel-Store-Name natürlich am meisten bevorzuge, ist diese Heldenstein-Truhe. Für die natürlich alle Helden schon haben und alle Max haben, ist natürlich uninteressant, aber für die vielleicht noch ein paar Helden nicht auf diesen Superstern bzw. 6 Sterne haben, ist es natürlich sehr von Vorteil, hier in den Vollen zu greifen. Das finde ich natürlich auch sehr nett. 3500 Punkte für die Skinsteine. Und natürlich auch diese zu erstellenden Ausrüstungsgegenstände ist natürlich auch nett, wenn man dann so einen sich mal schnell holen kann. So viel dazu. Warum ich eigentlich dieses kleine Video mache, ist, dass es noch ein kleines Extra in diese Aktion verbaut wurde. Und zwar könnt ihr noch ein paar Extra-Punkte abkassieren und natürlich noch einen Avatar. Hierzu weiß ich aber nicht, ob man schon im Kapitel der Kampagne wirklich relativ weit fortgeschritten sein muss oder ob es auch eine Variante gibt für Leute, die noch nicht das Kapitel 14 erreicht haben. Denn Kapitel 14 ist notwendig, um das letzte versteckte Geheimnis zu finden. Aber fangen wir mal an. Erstens, das erste kleine versteckte Geheimnis ist ein Bonbon im Turm. Und zwar, ich gehe mal rein, hier unten, wenn ihr seht, leuchtet ein kleines Bonbon. Das könnt ihr nehmen. Ja. Und dann spule ich mal vor, weil ganz oben, wenn er das verpasst, gibt es oben bei der Truhe, für die schon dran vorbei sind, wenn man durch ist am Tag, kann man ja nur noch oben das Ergebnis ansehen, gibt es ganz oben bei der Truhe auch nochmal ein Bonbon. Ich zeige es euch gleich mal, wir springen dann auch gleich mal hoch. Hier ist der zweite Bonbon. Jetzt ist die Frage. Kapitel 14 ist nicht für alle available, für die meisten, die noch nicht so weit sind. Könnte sein, dass hier der zweite Bonbon dann als zweites zählt, wenn man das Kapitel 14 noch nicht freigeschaltet hat. Kann ich so jetzt gar nicht sagen. Weil man kommt ja erst in das Kapitel 14, wenn man auch bis dahin gespielt hat. Von daher weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, ob man sich das vorher auch schon angucken konnte, was noch kommt. Wenn ja, ist gut, dann hat sich das gegessen. Wenn nicht, hier seht ihr es, 1:6. Nochmal, da ich Kapitel 14 ja offen habe, kann ich das so nutzen. Müsste mal jemand in den Kommentaren vielleicht bestätigen, wie das bei euch ist, die noch nicht das Kapitel 14 erreicht haben. Auf jeden Fall ist das Bonbon oder Hinweis Nummer 1 oder das kleine versteckte Geheimnis. Das zweite kleine versteckte Geheimnis ist direkt in der Gilde. Ihr geht einfach nach oben und hier ist er. Tada, richtig protzig für die Titanen, natürlich fast so groß wie unser Astaroth. Aber hey, was soll's? Ja, für so einen Titan ist es ja ein kleines Leckerli. Zack, 2 von 6. Ne? So, der dritte.
Hinweis findet, den dritten Hinweis findet ihr in der Kampagne in Kapitel 6. So, in Kapitel 6 werden ja schon viele sein, deswegen muss ich hier kaum was groß erzählen. Und zwar ist das hier versteckt. Das sieht gar nicht aus wie ein Bonbon, finde ich, aber das ist der dritte Hinweis. Oder das dritte kleine versteckte Geheimnis. Und ja, ist hier leider hinter dem Hero Wars Logo versteckt. Oh, da muss ich mal kurz. Zack. Ja, genau. Hier. Hier, das Teil ist der dritte Hinweis. Oder das dritte Geheimnis. 3 von 6. Sehr schön. Okay. Also, der vierte Hinweis ist in Kapitel 14, wie ich schon erwähnte, versteckt. Der ist ein bisschen tricky. Da müsst ihr mal ein bisschen rumklicken. Ihr müsst im Prinzip. Da, Mondgeist. Muss er hin. Ihr müsst den Geist erwischen. Dann habt ihr überall Geister. Und die müsst ihr vertreiben. So. Und ich habe das irgendwie erfahren, dass man die nach rechts schieben muss. Ja, wie ihr seht, ja, jetzt der letzte Link, der linkeste Geist ist jetzt hier. Also klicke ich eins davor. So kriegt ihr immer die Geister eins nach rechts. Immer vor den letzten Geist klicken. Das ist so den Trick, den ich jetzt so mal, ohne dass ihr lange rumklicken müsst. Zack, 4 von 6. Geist vertrieben. Fertig. Wenn ihr schon in Kapitel 14 kommt, auch ohne dass ihr die Story durchspielen müsst, dann ist gut. Wenn nicht, habe ich keine Ahnung, wie ihr dann an den vierten Hinweis kommt. Der fünfte, ich sage mal Hinweis, das fünfte kleine Versteck, Halloween-Versteck, findet ihr in der Kiste. Ihr müsst einmal die Kiste öffnen, wie ich jetzt zufällig 5 Schlüssel rumliegen. Zack, das ist der Hinweis. Ihr müsst auf dieses Spinnennetz klicken. 5 von 6. Und nun, um den letzten Hinweis zu bekommen, geht ihr wieder in den Gildenbereich. In die Gilde und in das Titanental. Und hier findet ihr den letzten und sechsten Hinweis, der Lolli. So habe ich es gemacht, so werde ich es jetzt kriegen. Klack, 6 von 6. Auftrag abgeschlossen. Ich erhalte einen neuen Spieler-Avatar und einen 1500 Geisterbonbons für die Aktion, die jetzt läuft. Also, es lohnt sich, Leute, es lohnt sich. Ja? Super, Dankeschön und auf Wiedersehen. Das war's zu der Aktion. Viel mehr kann man hierzu nicht sagen. Sollte es noch weitere kleine Hinweise geben, die ich jetzt selber noch nicht festgestellt habe oder kenne, dann immer raus damit in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich habe euch damit einen kleinen Tipp gegeben und euch auch geholfen. Von daher wünsche ich euch schönes Halloween. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.